Wir bringen alte Foodtrends zurück und ihr wollt, dass wir jetzt nächstes den chinesischen Gurkensalat machen. Dafür brauchen wir erstmal ein paar Mini-Gurken, die wir waschen und danach, wie im Video gezeigt, auf der einen Seite gerade und auf der anderen Seite quer einschneiden, wodurch diese Spirale entsteht. Jetzt die Gurken salzen, sodass sie etwas entwässern können. Danach Knoblauch, Sojasauce, Reisessig, etwas Öl, Honig, Chiliflocken und Sesam dazugeben. Alles vermischen und genießen.